Irgendwie gehört Aufräumen zu seiner Stellenbeschreibung. Roman Neustädter, die ordnende Hand im Mittelfeld und auf dem Trainingsplatz. Kräfte einteilen, noch was in den Armen haben, wenn die Beine schwer werden in der Vorbereitung. Da legst du einen Grundstein für die ganze Saison und es wird eine lange Saison. Und von daher ist es schon okay, dass es auch mal härtere Tage gibt oder dass wir jetzt morgen zweimal trainieren. Das gehört voll dazu, meiner Meinung nach, dass du auch mal kaputt bist in der Vorbereitung. Und ja, wenn dann die Saison wieder losgeht, dann hast du nicht mehr so viel Zeit zum Trainieren und dann geht es nur noch um den Feinschliff. Für gewöhnlich ist am Tag nach einem Spiel gepflegtes Regenerieren angesagt, nicht so nach dem 6:1 in Aachen am Sonntagabend. Die Tore durch Adam Salai, Temu Puki und durch eine Kooperation der beiden. In der ersten Hälfte, nach der Pause treffsicher Klaas-Jan Hünteler, Christian Clemens und Julian Draxler. Offensiv war es ansehnlich, defensiv störte nur das Gegentor. Wir haben sehr viele Torschüsse rausgearbeitet, hätten vielleicht noch das ein oder andere machen können. Eckball S04 und da ist Roman Neustädter. 18. Minute, beinahe das zweite. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir im Moment uns in einer guten Verfassung gezeigt haben im Vergleich zu dem Spiel gegen Salzburg. Und natürlich war der Gegner kein Maßstab, aber es ist wichtig, wie wir auftreten, wie wir unser Spiel durchziehen. Und das, ja, man sieht, dass wir das Training annehmen, das, was wir im Training lernen, dass wir versuchen wollen, das umzusetzen. Und so müssen wir weitermachen. Weiter geht's auch für jeden Einzelnen, der persönliche Leistungsnachweis im Kampf um die Plätze, zum Beispiel in der Doppelsechs. Ja, natürlich, Konkurrenz belebt das Geschäft. Jeder muss sich wieder zeigen, dem Trainer anbieten, Vollgas geben, Leistungen zeigen und muss halt um den Platz kämpfen. Und ich denke, der Trainer weiß und die Mannschaft weiß, wie wichtig ich für die Mannschaft bin. Und ich denke, wenn ich bei 100% bin und topfit bin, dass ich auch spielen werde. Selbstbewusste Töne, die das Trainerteam gerne hört, wenn sie mit Leistung unterfüttert werden. Roman ist nicht der Typ, der sich ins stille Kämmerchen verkriecht. Ich versuche in jedem Training Vollgas zu geben, in jedem Spiel das umzusetzen, was ich drauf habe, was der Trainer uns mitgibt, die Vorgaben, und versuche ich zu 100% umzusetzen, dass er sieht, dass ich lernwillig bin, dass ich wieder bereit bin, die Wege zu machen und für die Mannschaft zu spielen, und ja, dann hoffe ich, dass es auch reichen wird. Wach sein, dabei sein und sich zeigen, das Motto dieser Wochen. Verstecken gilt höchstens als Gag vor der Kamera. Danke. Willst du das mal kontrollieren?